Das Sozialcafé des sympathischen Klaas ist sein ganzer Stolz. Auf uns und auf ein weiteres Jahr Kaffee Zuflucht! Klaas ist der Liebling der Stadt. Sag mal, wie machst du das eigentlich? Dich um all die Bedürftigen zu kümmern und trotzdem den besten Latte Macchiato der Stadt zu zaubern? Ich weiß auch nicht, aber ich bin doch auch nur ein einfacher Mann mit einem viel zu großen Herzen. Und jetzt, Prost! 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 Das sehen nicht alle so. Sein von Neid zerfressener Bruder Joko versucht seit Jahren, Klaas Lebenswerk zu zerstören. Und dir ist es egal, dass Klaas denn das Sozialcafé schließen muss? Er ist immerhin dein Bruder. Mein ach so perfekter Bruder. Bald werden wir in seinem Café tonnenweise Socken und Druckerzeugnisse verkaufen. Fast wäre er damit durchgekommen, doch das Schicksal hatte andere Pläne mit dem gut aussehenden Joko. Sagen Sie den Investoren, sie sollen sich beruhigen. Ich schmeiße den Klaas aus dem Café raus. Ich habe den perfekten Plan. Ruhig, entspannen Sie sich. Alles wird gut. Sie hatten einen schweren Unfall. Wo ist mein unfassbar schöner Bruder Klaas? Bisher hat noch keiner nach Ihnen gefragt. Aber viel wichtiger ist, dass Sie sich jetzt nicht aufregen und schonen. Geben Sie mir einen Spiegel. Ein Spiegel! Ich brauche einen Spiegel! Oh Gott. Was passiert? Diese Frisur. Diese unfassbar pappige Haut, dieser lange Hals. Warum habe ich so einen langen Hals? Wir haben wirklich alles versucht. Seien Sie doch froh, dass Sie überhaupt überlebt haben. Ihren Körper konnten wir retten, aber Ihr Gesicht mussten wir aus den Gebeinen eines Pferdes neu modellieren. Ich sehe schlecht. Warum sehe ich so schlecht? Was ist mit meinen Augen? Nun ja, Sie müssen von nun an diese extrem hässliche Spezialbrille tragen. Dem Schicksal hat es wohl nicht gereicht, dass ich einfach schon der viel Dümmere von Joko und Klaas bin. Ach, das ist doch scheiße. Was ist denn jetzt los? Das zielt so krass darauf ab. Ne? Du bist hier der Supertyp und ich bin einfach der totale Vollhorn. Kommst du jetzt da drauf? Ja. Das ist auch meine Sendung und du bist der Joker, du machst das. Ist der Groschen jetzt gefallen, dass ich hier offensichtlich der Held bin und du nicht? Oder was? Ist das die Erkenntnis, die du mit uns teilen willst, mitten im Take? Ich habe probiert, mit dem Text an der Wahrheit zu bleiben, damit das nicht so schwierig ist für dich. Ja. Und ich will jetzt nicht mit dir ständig über Selbstverständlichkeiten diskutieren. Ja. Ja? Ja, klar. Also ab dem Schicksal fangen wir nochmal an, ne? Und bitte. Dem Schicksal hat es wohl nicht gereicht, dass ich der Dümmere von Joko und Klaas bin. Jetzt bin ich auch noch hässlich wie die Nacht. Ich sehe aus wie ein zertretenes Butterbrot, auf dem ein verwester Nacktmulch geschändet wurde. Siehste? Geht doch, danke. Halt's mal. So, das sollte erstmal reichen. Mensch, Bolle. Ja? Weißt du doch den Rücken verknackst, damals als zwei zugeguckte Teenager das Edelrestaurant niedergebrannt haben. Schon dich mal ein wenig. Ach, du bist immer so fürsorglich und für alle da, die dich brauchen. Ich bin dir so dankbar dafür, dass du mich aus der Arbeitslosigkeit geholt hast. Naja, es war doch selbstverständlich. Du brauchtest doch das Geld für die Tuberkulosebehandlung deiner Mutter. Du bist gut aussehend, sympathisch, gebildet, aufopfernd. Einfach ein moderner Jesus. Ich bin so dankbar, dich zu kennen. Ach komm, hör auf. Hey, Klaas. Ja, ich hoffe, ich störe nicht, aber ich würde gern kurz mit dir reden. Hi. Mandy, ich weiß wirklich nicht, ob du hier sein solltest. Ich meine, du bist immerhin die Ex meines kürzlich verunglückten Bruders Joko. Ja, ich weiß. Oh, Klaas, ich muss dir was sagen.
Du bist der schönste, lustigste, talentierteste, warmherzigste Mensch, den ich kenne. Ich meine, du kannst singen, du kannst tanzen, du kannst moderieren, du bringst Menschen zum Lachen, du machst immer den richtigen Witz zur aktuellen politischen Lage. Klaas, ich liebe dich. Immer schon. Ich liebe dich auch. Knie nieder, ihr Bauern. Der König ist zurück. Espresso, du Klappspaten. Joko, bist du's? Ja, ich bin es. Aber was ist mit deinem Gesicht passiert? Ja. Und deinen Haaren? Ja. Und dieser lange Hals? Der ist von einem Pferd. Du bist komplett entstellt und von unendlicher Hässlichkeit. So sieht man dann wohl aus, wenn man vom Bus überfahren wurde. Und sag mal, kann das sein, dass das so eine extrem hässliche Spezialbrille ist, die du da trägst? Ja. Gott, wie sehr habe ich gewünscht, dass du wirklich tot bist. Du bist das Schlimmste. Das Schlimmste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Unser gemeinsames Kind habe ich abgetrieben, weil ich dich hasse! Oh. Mandy und du, hm? Seid ein Paar. Gut zugegeben, optisch das schönere Paar als wir es waren. Sicherlich. Aber ich will nicht streiten. Wie läuft das Café, Bruderherz? Ah, das läuft besser denn je. Ja? Ja, die überlegen jetzt, das ganze Viertel nach mir zu benennen, weil ich so viel für die Gegend getan habe. Sag mal, dass du dich überhaupt herwagst! Du entzündeter Hautlappen meiner arbeitslosen Hafennutte aus dem 18. Jahrhundert! Du hast meinen Zirkus Fidibus in den Ruin getrieben! Du hast meine Geburtsurkunde gefälscht, um an das Vermögen meiner Oma zu kommen! Du hast heimlich mein Glied fotografiert, um mich zu cybermobben! Du bist im Gegensatz zu meinem Bruder der schlimmste Mensch der Welt! Ich bring dich um! Halt, stopp jetzt mal! Ey, Klaas, ganz ehrlich, das ist der größte Quatsch, Mann! Was soll die Scheiße hier? Tim ist ein Kumpel von mir, ja? Jetzt spielt er hier auf einmal meinen großen Gegenpart. War gut so. Klar. Fand ich jetzt sehr nah, hat mir gut gefallen. Wo kommst du jetzt her? Na, ich habe für Klaas und ProSieben, die haben mich darum gebeten, hier ein bisschen zu gucken, dass das literarisch deine Tiefe erfasst. Weißt du, was der Gag hier ist? Ich bin entstellt und dumm. Tu die ganze Wut rein. Den Joko will ich haben. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Sehr, sehr gut. Ja, cool. Das hilft. Gut. Okay. Also, auf Anfang. Bitte. Wir laufen die Geschäfte. Gut, oder? Ich bin mit meinem Anwalt mal die Bücher durchgegangen. Ja. Interessant. Die Zahlen stimmen nicht. Das kann nicht sein. Du weißt, dass ich immer sorgfältig und präzise arbeite. Klaas, dir gehören 50% an dem Laden. Vater hat uns das hier alles vermacht, kurz bevor er in der Gewitternacht spurlos verschwunden ist. Ich schlag dir einen Deal vor. Wir beschreiben mir deine 50% und wir vergessen das hier. Aber Joko, wir haben uns doch immer alles zusammen aufgebaut. Klaas, überschreib mir deine Anteile oder ich melde dich bei den Behörden und infiziere dich mit Katzen-Aids. Überleg's dir. Was wollte er? Er will mein Leben zerstören. Brüder sollten sich lieben und nicht hassen. All around me are familiar faces. Die Zahlen stimmen nicht. Burn our places, burn our faces. Überschreib mir deine Anteile oder ich melde dich bei den Behörden und infiziere dich mit Katzen. Die böseste Frau der Stadt.
Was heckt sie da mit meinem bösen Bruder Yoko aus? Du willst also deinen hochintelligenten Bruder aus eurem Geschäft drängen. Und wie willst du das anstellen? Ich habe die Bücher vom Sozialcafé Zuflucht frisiert. Die Behörden werden Klaas aus dem Verkehr ziehen. Und dann kann ich meinen perfiden Plan zu 100% umsetzen. Das ist das Berliner Silicon Valley. Dein Bruder sagt zwar immer, dass du hundsdämlich bist, aber das ist ein genialer Plan. Mandy, ich muss dir erzählen, was gerade eben passiert ist. Mandy, du nimmst Rauschgift? Du nimmst wirklich Stimulanzien? Nein. Ja. Ach, Klaas, du weißt doch, Yoko sagt immer, nur mit Drogen wird man reich, erfolgreich und beliebt. Aber Mandy, ich meine, man braucht doch keine Drogen, um erfolgreich und toll zu sein. Das sieht man doch an mir. Ja, klar, du, Klaas, du bist ein Alltagsheld. Ich meine, du meisterst die Herausforderungen des Lebens im Vorbeigehen. Du liebst mich. Und du machst einfach immer alles richtig. Und das alles ohne Drogen. Vielleicht kann ich dir trotzdem ein paar Tipps geben. Schau hier doch vielleicht mal rein. Mein neues Buch. Der beste Mensch der Welt. Ja. Klar. Da stehen viele interessante Sachen aus meinem Leben drin, die vielleicht auch für dich gut sind. Danke. Mhm. Oder für sie. Das ist so lächerlich. Warum latscht er jetzt rein? Was bringt mein denn das? Mein neues Buch. Ja. Der beste Mensch der Welt. 100 nützliche Tipps, wie man toll ist. So. Das ist meine Soap. Ich habe das alles geschrieben. Wenn ich will, dass das so gedreht wird, dann wird das jetzt so gedreht. So, also, ich möchte jetzt bitte das nochmal machen. Ohne, dass Yoko mir da reinlabert an einer so emotionalen Stelle. Ja, tut mir leid. Mach dir keine Sorgen, Mandy. Jetzt wird alles wieder gut. Aber ich muss dir auf jeden Fall noch erzählen, was mein geistig verwirrter Bruder Yoko plant. Pass mal auf. Bolle. Yoko hat die Geschäftszahlen selbst frisiert. Ja, er will mich bei den Behörden verpfeifen. Um sich dann meine 50% des Sozialcafés unter den Nagel zu reißen. Ich finde, diese Zusammenfassung der Ereignisse hast du verdient zu hören. Ich weiß, wie du dich fühlen musst. Du findest immer eine clevere Lösung. Ja, aber die Sache mit Yoko und dem Café, ich meine, ich bin klug, gebildet und auf Zack. Aber ich bin auch nur ein ehrlicher, gut aussehender Mann. Weil ich glaube, dieses Mal muss ich aufgeben. Aber Klaas, du hast noch nie aufgegeben. Wenn du jetzt nicht kämpfst, dann wirst du verlieren. Es tut mir leid, Bolle. Das kann ich nicht zulassen. Man muss diesen Yoko aufhalten. Ich werde das Schicksal vom Sozialcafé selbst in die Hand nehmen. So war ich Bolle heiße. Was willst du denn hier, du Simpel? Schick dich einfach meinen gut aussehenden Bruder Klaas. Ich bin nur meinem Herzen gefolgt. Ich lasse nicht zu, dass du entstelltes Arschgesicht unser Sozialcafé Zuflucht zerstörst. Ach ja? Und wie will ein Knetkopf wie du mich daran aufhalten? Hä? Vielleicht ja hiermit. Ja, da guckst du blöd. Mit deiner hässlichen Spezialbrille, was? Kurz jemanden aus dem Weg räumen? Bolle? Oh mein Gott. Bolle will meinen Bruder umlegen. Das muss ich verhindern. Ich kann nicht zulassen, dass du mit deinen erfolglosen Start-ups ein ganzes Viertel zerstörst. Sowas passiert sonst in Filmen, aber nicht in der Realität. So abgebrüht bist du nicht, Bolle. Komm, gib mir die Pistole, wir vergessen alles. Erinner dich, Bolle, du hast nicht die Eier für sowas. Du bist eher so ein knuffliger, süßer Monchi. Oh mein Gott. Was habe ich getan?
konnte das passieren? Der beste Mensch der Welt darf nicht einfach so sterben. Es tut mir so leid, Klaas. Klaas, mein Bruderherz. Mein Gott, bist du hässlich. Diese traumatischen Ereignisse haben mich schockiert. Jetzt weiß ich endlich wieder was Wichtiges im Leben. Ich werde meine ganzen Pläne über den Haufen werfen und das Sozialcafé retten. Und das, obwohl ich so hässlich und dumm bin.